Die Lutherstadt Wittenberg und deren Nominierung von Pussy Riot für den Lutherpreis Das unerschrockene Wort schlägt immer größere Wellen. Deutschlandweit berichtet man über die Nominierung und das Für und Wider, während es im Stadtrat Wittenberg darum ging, ob ein Antrag der Fraktion Allianz der Bürger zur Zurücknahme des Vorschlages überhaupt als zulässig betrachtet werden kann. Allerdings ist dies ein Antrag nach § 45 Absatz 2 der Gemeindeordnung des Landes Sachsen-Anhalts. Hierbei handelt es sich um das sogenannte Rückholrecht, in dem der Stadtrat Beschlüsse von beschließenden Ausschüssen an sich zieht. Dieser Absatz 2, ich lese kurz im Wortlaut vor, so viel ist es nicht. Der Gemeinderat kann jede Angelegenheit an sich ziehen und Beschlüsse der beschließenden Ausschüsse, solange sie nicht vollzogen sind, ändern oder aufheben. Wie eingangs erwähnt, ist der Beschluss bereits mit dem Versenden vollzogen worden. Wie wir auch jetzt eben noch mal gehört haben, ist unser Haupt- und Wirtschaftsausschuss nicht nur dazu befugt gewesen, diese Entscheidung mehrheitlich zu treffen, was er getan hat, sondern er hat, ich hoffe das jedenfalls für alle hier im Saal, das Vertrauen als Organ dieses Stadtrates, solche Entscheidungen auch nach bestem Wissen und Gewissen zu treffen. Es ist eine Mehrheitsentscheidung, natürlich. Und ich denke, dass wir diese Mehrheitsentscheidung jetzt, so es denn überhaupt noch notwendig ist, dadurch legitimieren sollten, indem wir klar sagen, dieser Antrag ist so unzulässig. So sachlich blieb es nicht lange. Gerade beim Antragsteller kochten die Emotionen hoch. Wenn man weiß, dass man einen Fehler gemacht hat und man weiß, dass hier um den Stadtrat der größte Teil dieses auch so sieht und niemals diese Chaotentruppe nominiert hätte, das ist tatsächlich so. Und wenn man weiß, dass 80% der Menschen in Wittenberg sagen, ach, erzähle nicht, 80% der Leute, mit denen man redet, die sagen, ihr müsst doch hier irgendwie, die sagen klipp und klar, das ist falsch, was ihr da macht, sowas geht nicht. Dann sollte man doch den Mut haben und sagen, hallo, hier müssen wir noch mal reden, hier müssen wir eine Möglichkeit finden und suchen, dass wir das Kind, was da am Brunnen gefallen ist und am Absaufen ist, noch rausholen können. Wir machen uns lächerlich. Wenn ich das richtig verstanden habe, was der Stadtratsvorsitzende hier vorgetragen hat, dann ist die Hauptbotschaft der Kommunalaufsicht, der Beschluss ist vollzogen und damit rechtskräftig. Und wenn das so ist, und Heinerl ist, da muss ich sagen, da geht es nicht um Mut, dann kann man nicht neu verhandeln und kann man nicht neu abstimmen, wenn man nicht Gefahr laufen will, den Stadtrat der Lächerlichkeit preiszugeben. Wir hätten uns das hier im Stadtrat sparen können. Ich muss euch sagen, ich freue mich als Wittenberger. Nun bin ich hier geboren. Ob man nun Wittenberger ist, wenn man nicht hier geboren wird, ist ja alles egal. Ich freue mich, dass die FAZ hier ist. Und bin froh, wenn sie hier immer wiederkommen und wir eine Pressebank haben, die nicht nur mit 3 Mann besetzt ist. Das ist alles wunderbar. Die Wirksamkeit, wenn ich Heiner Geißler im ZDF Aspekte höre, finde ich alles gut, dass wir endlich über Gott und Religion sprechen. Aber es hat mit dem Antrag hier überhaupt nichts zu tun. Ich würde mir alles wünschen, wenn das mehr passiert, wenn Wittenberg mehr in den Medien ist. Aber so wie wir uns damit darstellen und mit jedem weiteren Satz, ist das unmöglich. Deswegen von uns, wir sagen, es ist unzulässig, weil es vollzogen ist. Daran, das kann man anders beschließen, das mag ja sein. Weil wir im Ehrenamt sind, kann man auch Sachen beschließen, die falsch sind. Dann geht der Oberbürgermeister in Widerspruch. Ich weiß nicht, wie lange wir das noch treiben wollen. Diese Frage stellt sich tatsächlich. Zwar wurde der Antrag zur Rücknahme der Nominierung vom Stadtrat mehrheitlich mit 4 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen als unzulässig zurückgewiesen. Laut Stadtverwaltung gibt es aber schon einen Antrag der CDU, den Hauptausschuss am 8. November noch einmal über die Angelegenheit beraten zu lassen. Schon 2 Tage später entscheidet die Jury dann, wer den Lutherpreis 2013 erhält. Vielleicht stehen Pussy Riot und Wittenberg dann noch einmal in den Schlagzeilen.